Mein Name ist Heide Teppich, ich bin die Geschäftsführerin von Baobab Globales Lernen. Wir sind eine Bildungsstelle in Österreich, die verschiedene Services anbietet für Lehrerinnen und Multiplikatorinnen. Und unter anderem entwickelten wir Materialien zu den Themenbereichen Globalisierung, Nachhaltigkeit und Diversität. Meine Rolle in dem Projekt: ich bin zuständig bei Baobab für die Projektentwicklung und auch für die Auswahl der Filme. Wir haben eine Filmreihe, die Filme zum globalen Lernen. Und im Zuge meiner Recherchen bin ich auf die Seite von Why Poverty gestoßen. Ich kenne den Don Atkins auch schon länger. Ich war sehr begeistert von den Filmen. Ich finde, sowohl inhaltlich als auch von der Qualität der Filme war ich sehr überzeugt und war der Meinung, die müssen wir unbedingt für die Bildungsarbeit zugänglich machen. Unsere Expertise ist ganz klar in der Methodenerstellung. Das ist das, was wir sehr viel und sehr häufig machen. Das heißt, didaktische Methoden zu entwickeln als Begleitmaterialien zu Filmen, zu Infografiken oder zu Bildern. Nachdem wir ja uns entschlossen haben, die Didaktik zu den Langfilmen zu machen, es gibt ja in diesem Projekt Langfilme und Kurzfilme, wir haben uns dann nach schwerem Ringen entschieden, wir didaktisieren jetzt nur mal die Langfilme. Und da ist ja die Herausforderung, dass die Filme an sich schon relativ lang sind, nämlich 52 Minuten im Durchschnitt. Und deswegen wollten wir Methoden entwickeln, die sozusagen in sich abgeschlossen sind. Das heißt, wir haben zu jedem Film trotzdem 4 bis 5 Methoden entwickelt, aber wir haben versucht, Methoden zu entwickeln, die in sich abgeschlossen sind, das heißt, die man einzeln anwenden kann und die, wenn die Zeitressourcen sehr knapp sind, auch zum Teil als Hausaufgabe aufgegeben werden können. Ein zweites ganz wichtiges Prinzip war uns Methodenvielfalt, das heißt diskursive Methoden, das heißt Pro- und Contra-Diskussionen, Rollenspiele, auch kreative Methoden, Mindmapping. Und das ist das Dritte, was uns sehr, sehr wichtig ist, war oder ist bei der Methodenerstellung, dass es sowas wie Multiperspektivität gibt. Das heißt, dass wirklich bei sehr komplexen Themen, gerade wie das Thema Armut, ist ja ein komplexes Thema, und dass man wirklich nochmal reflektiert und bewusst macht, was sind denn die verschiedenen Perspektiven in der Gesellschaft auf dieses Thema oder verschiedene Aspekte des Themas. Was uns besonders wichtig war, ist darzustellen, dass Armut in dem Sinne ja kein Naturgesetz ist, sondern dass es sozusagen was Gemachtes ist, was gesellschaftlich Hergestelltes ist, und herauszuarbeiten, welche Faktoren, die Mechanismen dahinter, die wirksam sind. Wenn es Armut etwas ist, was hergestellt ist, dann ist es auch etwas, was veränderbar ist. Wir haben in den verschiedenen Modulen auch versucht herauszuarbeiten, welche Initiativen es gibt oder versuchte gesellschaftliche Bestrebungen an diesen Zuständen auch etwas zu verändern. Das heißt, die Schüler, Schülerinnen werden aufgefordert, sich ganz aktiv mit Initiativen auseinanderzusetzen, wo Menschen versuchen oder versucht haben, an Armutssituationen was zu verändern. Ganz wichtig war uns einfach diese Urteilskompetenz sozusagen speziell anzusprechen. Das heißt, Methoden zu entwickeln, wo die Schüler und Schülerinnen dazu aufgefordert, wenn nicht sogar gezwungen sind, sozusagen sich Inhalte selbst aktiv anzueignen. Das heißt, es wird ihnen sozusagen nichts serviert, sondern sie müssen mit verschiedenen Methoden, die wir zur Verfügung stellen, selbst an die Themen herangehen und vor allem mit diskursiven Methoden, Pro- und Contra-Methoden, immer wieder der Aufforderung, selbst Stellung zu beziehen und vor allem auch einen Perspektivenwechsel vorzunehmen, indem man versucht, die unterschiedlichen Perspektiven auf ein Problem einzunehmen, sozusagen zu verstehen, dass die Fragestellungen sehr komplex sind und dass es keine einfachen Lösungen und auch
keine einfachen Antworten gibt zu verschiedenen Fragen. Was uns vielleicht ein Punkt, der uns sehr wichtig war, ist auch sozusagen, wenn man sich die Mechanismen anschaut, die wirksam werden, und wir schauen uns ja, die Filme geben ja sozusagen geografische Regionen vor, wie zum Beispiel Jordanien, Sambia, die USA. War es uns sehr wichtig herauszuarbeiten, was hat denn das mit uns zu tun, beziehungsweise wie schauen denn diese Fragestellungen hier bei uns in Europa aus? Und das immer herauszuarbeiten, dass Armut und die Mechanismen, die zu Armut führen, nicht spezifische sind, die in Entwicklungsländern wirksam sein, sondern die auch bei uns wirksam sind, und zu schauen, wie schaut denn das bei uns aus? Bei der Erstellung des Materials haben wir in erster Linie den schulischen Kontext im Auge gehabt. Das war sozusagen unsere Perspektive, auf die wir hin das Begleitmaterial erstellt haben. Im Wesentlichen denken wir, dass die Filme sich gut eignen für die Fächer Geografie und Wirtschaftskunde, für Sozialkunde und Religion, aber natürlich auch für das Fach Geschichte. Ich denke, dass diese Filme, aber auch außerhalb des schulischen Bildungsbereichs, sehr gut einsetzbar sind. Ich denke da zum Beispiel an den Konfirmanden- und Firmenunterricht. Ich denke, da ist das Thema Armut, die Antwort der Religionen oder die soziale und ethische Herausforderungen, die damit verknüpft sind, ganz ein wichtiges Thema. Aufgrund der Machart der Filme denke ich, dass sie auch sehr gut geeignet sind für Gemeindearbeit in Pfarren, aber auch von sonstigen Initiativen, NGOs, die sich mit diesen hochaktuellen Themen auseinandersetzen wollen. Weil ich denke, weil es einerseits natürlich am Lehrplan steht, sozusagen sich mit Politik auseinanderzusetzen, und ich glaube, wenig Themen, die Schüler und Schülerinnen so sehr auch wirklich betreffen, wie Ungleichheit und Ungerechtigkeit. Und wenn es gute Filme sind, und das spricht einfach sehr dafür, damit zu arbeiten, das viel mehr bewirken kann, als wenn man ihnen sozusagen ganz trocken Text repräsentiert oder Vorträge dazu hält. Es wird einfach sehr anschaulich damit. Und es bringt auch globale Perspektiven auf das Thema. Und das Wichtige dabei ist, dass es nicht Perspektiven sind nur von europäischen Filmemachern und Filmemacherinnen auf verschiedene Themenstellungen, sondern dass auch wirklich Filmemacher und Filmemacherinnen aus Entwicklungsländern, aus Ländern des Südens zur Sprache kommen und dadurch eine ganz andere Perspektive auf das Thema lenken können.